Ahoi Pyros, willkommen zu einem neuen Video auf Apple Explosion 975. Heute stelle ich euch meine Top 10 Verbundfeuerwerke vor aus dem Fachhandel bzw. Onlinehandel. Darauf bezogen sind wirklich nur Verbünde, die es dieses Jahr zu kaufen gibt. Also keine aus dem letzten Jahr, die dieses Jahr nicht mehr zu erwerben sind, sondern ihr habt eine Garantie, die dieses Jahr zu bekommen. Und das fand ich ganz wichtig, weil was bringt euch ein Verbund, was ihr nicht mehr kaufen könnt? Dementsprechend ist da die Auswahl ein bisschen begrenzt gewesen, aber ich habe da trotzdem 10 richtig, richtig dicke Dinger rausgesucht und die werden wir uns jetzt gemeinsam einmal anschauen. Zur Info, unten in der Beschreibung sind Links zu Online-Shops, also nächstes Jahr seid ihr auf jeden Fall früh genug, dann könnt ihr die online bestellen oder ihr geht einfach mal auf Google und sucht, wie gesagt, nach einem Fachhändler bei euch in der Umgebung und ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Video. Viel Spaß. So, Freunde, als allererstes haben wir hier die Green Goblin aus der Iskra-Serie. Ja, die gibt es für 140 bis 160 Euro, je nachdem, was für einen Handel ihr habt, zu kaufen. Wir sehen hier schon 90 Sekunden Brenndauer im Kaliber 25 und 30 mm. Und ich würde sagen, feuerfrei mit dem Video. Am Anfang schon direkt ein auf die Fresse. Schöne, schöne grüne Bouquets, unfassbar geil. Extremer Goldfächer mit langstehenden Funken. Also die Salutes am Schluss sind der Wahnsinn. Man darf das Ding echt nicht unterschätzen. Also es geht gut lange und für das Geld, finde ich, ist das Teil absolut Spitzenklasse. Also wenn ihr die Chance habt, schlagt da auf jeden Fall zu. So, Freunde, dann kommen wir jetzt zur Leslie Iro King Beauty. Die gibt es für 200 bis 230 Euro zu kaufen. Sind, würde ich sagen, sehr spezielle Effekte. Also ein filigraner, toller Goldeffekt. Und achtet auf jeden Fall mal auf die Multicolor-Sterne, die da rauskommen und auf die Multicolor-Feuertöpfe, die in dem Effekt mit eingebaut sind. Unfassbar schön. Also das Ding ist für Silvester definitiv ein Highlight in der Nachbarschaft. Kann man, glaube ich, mit wenigen Artikeln mithalten. Kommt dieser bunte Multicolor-Feuertopf, der in den Effekt mit eingebaut ist. Also es ist eine sehr besondere Art. Also ich finde das Ding wirklich mega spitze. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr denn das Ding findet. Für mich eine 1 plus mit Sternchen. Dann kommen wir jetzt auch schon zu dem nächsten Verbund und zwar ist das Golden Black Hole. Hier steht schon gut und günstig, denn die ist tatsächlich relativ günstig. Die ist mit 110 Euro bis 130 Euro ungefähr angewiesen.
und hat eine enorm lange Brenndauer. Ihr werdet das sehen, das Video geht 2 Minuten und die Effektauswahl, meiner Meinung nach, sehr gelungen. Schauen wir uns das Ding an. Hier ist, das Crackling, das steht ein bisschen länger. Das heißt, es breitet sich mehr aus im Himmel. Dadurch wirken die Bouquets deutlich, deutlich größer. Man denkt, das war's schon, aber es kommt jetzt noch härter. Kommen erstmal schöne edle Effekte. Und wie gesagt, für den Preis 110 bis 130 Euro ist das ein absoluter Preisschlager. Da kann man überhaupt nicht meckern. Weiter geht. Die merkt schon, die Batterie, die will, ne? Die hört gar nicht auf der Hörung. So, jetzt kommen die wunderschönen Effekte hier. Mega, mega stark. Ja. Also wie gesagt, liebe Freunde, meiner Meinung nach ist das Ding ein absolutes Muss, wenn ihr da rankommt, weil für 100, lasst das Ding 140 Euro kosten, es ist immer noch unfassbar, was da rauskommt. Oder wie seht ihr das? Liebe Pyros, kommen wir zum nächsten Verbund, das ist die Labelle von Riakeo. Die wird im Schnitt so zwischen 170 und 190 Euro gehandelt. Meiner Meinung nach eines der Top-Neuheiten in diesem Jahr. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Die Batterie ist relativ kurz und knackig, hat es dafür aber richtig in sich. Und das Finale ist auch echt, also da staunen die Nachbarn dann doch. Wieder wundervoller Gold. Riakeo. Was? Gerade die Zerleger, unfassbar. Wahnsinn. So brutal. Und das Finale. Arschlecken, Freunde. Das Ding ist... Boah. Ihr hört es an meiner Reaktion. Unfassbar. Geiles Ding. Auch ein absoluter Brecher, die Volt The Legend. Die gibt es ja so zwischen 120 bis 140 Euro. Ist jetzt nicht mehr ganz neu, ne? Aber es ist eine neue Charge für 2023. Und ja, das Ding, das Finale, ich glaube, das Finale ist das, was diesen Verbund eigentlich ausmacht. Das ist so ein auf die Fresse. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Let's go. Auf geht's. Tempo.
Also ich glaube, das ist das heftigste Finale, welches im Verbund so zu finden ist. Unglaublich. Nun kommen wir zu einem etwas teureren Verbund, und zwar Magnum Triple X. 280 bis 300 Euro, muss man sich schon gut überlegen. Allerdings effektmäßig ist das Ding auch sehr, sehr cool. Geht direkt fett los. Zerleger sind auch echt brutal. Wunderschön. Also ihr merkt, das Ding hat schon in sich, ne? Da ist schon viel Pulver drin. Das dürfte es gewesen sein. Ja, also auch meiner Meinung nach ein Verbund. Wenn man das im Budget hat, ist es auf jeden Fall lohnenswert, sich das Ding zuzulegen. Auch ein Verbund, wo ich mal in Genuss kommen durfte, ist von Pyro Century, der knisternde Funkenhimmel. Den gibt es zwischen 170 und 185 Euro zu kaufen. Damals war er noch ein bisschen günstiger. Ihr wisst ja selber die Preissteigerung und so weiter und so fort. Schauen wir uns das Ding einfach mal an. Ist aber unverändert, also die Charge ist so wie hier. Keine Fächerbatterie, muss man sagen. Und nun nochmal alle drei Effekte hintereinander. Sehr, sehr geil. Also das Ding braucht auf jeden Fall Platz an der Straße. Achtet da auf jeden Fall drauf, dass ihr das nicht irgendwie zwischen zwei Häuserwände stellt. Zwischen 80 und 90 Euro müsst ihr blechen, damit ihr hier die King of Bling bekommt. 100 Schuss, 25 mm von Albert. Ganz, ganz beliebtes Ding hier. Deshalb ist es auch mit in den Top 10 Verbünden gelandet. Ihr seht das Design unfassbar schön und der Effekt zaubernd. Wow, einfach nur wow, mehr kann man dazu nicht sagen. Die erste Charge war ein bisschen langsamer, die Charge, die oder das Batch, was es jetzt derzeit zu kaufen gibt, geht ein bisschen rasanter, gefällt mir persönlich aber auch besser, muss ich sagen. Als nächstes haben wir hier vor uns die
Paranoid 2. Zwischen 220 und 250 Euro gibt es das Ding zu kaufen. Let's go. Große Zerleger, großes Kaliber, 30 mm durchgehend. Sieht man auch sofort. Schöner V-Fächer. Kurz, aber sehr, sehr knackig. Ja, dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Highlight der Top 10. Und zwar ist das die Neon King aus der Iskra-Serie. Für 150 bis 170 Euro zu haben. Geht auch ein bisschen länger, das Ding. Und fängt mit kleinem Kaliber an. Wir sehen es hier, 20 mm, steigert sich dann auf 25 mm. Und schlussendlich gibt es hier 30 mm voll auf die Schnauze. Fächer ist auch noch ein bisschen mit drin. Also hier hat man wirklich so eine schöne Multikulti, bunt gemixte Batterie, kann man sagen. Der Bund. In verschiedenen Kalibern. Salut ist auch einfach mal mit drin. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also, gerade nochmal die Neon King zum Schluss. Eine schöne, wirklich durchmixte Batterie mit einem ordentlichen Abschluss und Finale. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was eventuell noch gefehlt hat oder welchen Artikel ihr tauschen wollen würdet. Ich bin sehr gespannt und bin da auch gerne bereit, irgendwie den ein oder anderen Artikel nächstes Mal mit aufzunehmen. Ansonsten, ich wünsche euch eine schöne Pyrozeit. Haut rein, vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.